von diesen Leuten. Und dann kommt jemand in Ketten und der wird zurückgeführt. Der wird zurückgeführt. Der wird zurückgeführt. Und jetzt kommt Omar al-Khattab. Und guck, jetzt kommt der Punkt, wo sie Omar al-Khattab bekämpfen. Omar al-Khattab sagt zum Gesandten Allah, sagt er, bist du nicht der Gesandte Allahs? Er sagt, ja. Und bist du nicht, sind die wenig auf der Wahrheit und die sind falsch? Und so weiter und so fort. Und einige Sachen. Und der Prophet sagt, ja. Und dann sagt der Prophet, ich bin der Gesandte Allahs und ich werde mich ihm nicht widersetzen und er wird mir helfen. Dann geht er zu Abu Bakr und sagt dasselbe. Ist er nicht der Gesandte Allahs? Aber was ist das für eine Frage? Ist das ein Zweifel? Guck mal, das ist wieder das ist wieder der Punkt. Das ist wieder der Punkt, wo man den Mu'min versteht. Der Mu'min, der versucht das so zu verstehen als Ausrede für den, der eben den Islam verteidigen will mit dem Schwert. Guck mal, der will den Islam verteidigen mit dem Schwert. Der ist mit dem Prophet ausgewandert. Der ist bereit zu sterben. Der hat Bay'at al-Ridwan gegeben, wo Allah sagt, laqad radiyallahu anil mu'minin. Der ist derjenige, wo der Urwa ibn Mas'ud gesagt hat, diese Leute ehren den Propheten so sehr. Und jetzt kommen diese Leute und sagen, guck mal, der ist Käfer geworden. Der Zweifel an den Propheten. Der Zweifel nicht an den Propheten, sondern es ist eine rhetorische Frage. So wie du zum Beispiel sagst, hör mal, wir sind doch Muslime, oder? So, und du meinst damit, ja klar sind wir Muslime, ja, also müssen wir das sagen. Er will damit sagen, wie kann das sein? Wir können doch diesen Leute nicht, diesen Mann nicht zurückgeben lassen. Warum? Weil er weiß, dass der Prophet Offenbarung bekommt. Und er will damit sagen, vielleicht kriegt der Prophet jetzt eine Offenbarung, dass sie das ändern. Vielleicht kommt jetzt Offenbarung von Allah. Nein, gebt ihn nicht zurück, sondern bekämpft sie. Wir werden euch mit 1000 Engeln vom Himmel helfen. Versteht ihr? Das ist der Punkt. Und jetzt, in diesem Moment, er geht zu Abu Bakr, sagt dasselbe. Und Abu Bakr sagt zu ihm, ja, Rajul! Ich spreche ihn nach Rishan. Nur wenige können mit Omar so reden wie Abu Bakr. Obwohl Abu Bakr eigentlich so dünn ist, aber der ist so entschlossen, hat so eine psychische Stärke, dass er ihn richtig auch dann zusammengestaucht hat. Und ihm gesagt hat, er soll sich hüten. Ja? Mit seiner Angelegenheit. Und was sagt, jetzt sagen wir etwas anderes. Und das ist eine wichtige Grundlage. Weil viele Leute, die versuchen, die Muslime unsicher zu machen, indem sie sagen, die Sahaba wären Kuffar, womit kommen sie? Sie kommen mit Dingen aus der Sira, wo die Sahaba Fehler gemacht haben. Wir sagen, kann es sein, dass ein Sahabi Fehler macht? Wir sagen, ja. Natürlich. Der ist nicht Ma'asum. Der Prophet a.s. sagt, Kunnu bani Adam khatan wa khayru khata'ina tawabun. Die besten Söhne Adams sind wer? Die Tawabun, die Reue machen. Jeder Sohn Adams macht einen Fehler, aber die besten sind die Reue machen. Und was hat Omar al-Khattab gesagt? فَعَلْتُ لِذَلِكَ عَمَالًا. Wegen dieser Sache hat er danach viele gute Taten gemacht. Sklaven befreit, gefastet, gebetet und so weiter. Weil ihm das Leid getan hat. Obwohl er eigentlich damit eine rhetorische Frage gestellt hat. Aber er hat nachgesagt, das hätte ich nicht stellen sollen. War eigentlich gar kein großes Problem. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Guck mal, hier die ganze Geschichte, nur Lob von Sahaba. Danach wird eine Sura abgesandt. Was passiert jetzt? Der Prophet sagt zu den Sahabern, ihr müsst euch vorstellen, die sind voll am Ende, die sind mit den Nerven am Ende. Was sind Menschen? Der sagt zu denen, schlachtet die Schlachttiere und rasiert eure Köpfe. Und er sagt das dreimal und keiner bewegt sich. Keiner bewegt sich. Dann geht der Prophet zu Salama rein, zu seiner Frau, und sagt, die bewegen sich nicht. Die haben die ganze Zeit gehorcht. Was haben wir gesagt? Die können Fehler machen. Aber was für ein Fehler ist das hier? Salama sagt zu ihm, geh raus, sag kein Wort, schlachte dein Tier, deinen Kamel und rasiere deinen Kopf, ohne was zu sagen. Er geht raus, macht das. Und als er dann das gemacht hat, dann fangen die Sahaba an, sich zu rasieren und die Tiere zu schlachten. Ja? Und man wird gesagt, die hätten sich bald umgebracht dabei. Weil die so einen Ehrgeiz, so einen Biss für diese Religion hatten. Aber warum haben die gewartet? Bei denen genau derselbe Grund. Die haben gehofft, dass Allah noch etwas herabsendet. Dass Allah herabsendet? Nein. Ihr geht nach Mekka rein. Die haben sich gewünscht, die Kaaba zu sehen. Die haben sich gewünscht, zurückzukehren zu dem Ort. Ja.
Und was wird danach herabgesandt? Jetzt sagen einige, das sind, guck mal, sind Kuffar geworden. Subhanallah. Wirst du Kafir, weil du einen Befehl etwas später ausführst? Ist totaler Quatsch. Ist totaler Quatsch. Aber wenn du jemanden zum Kafir erklärst, der kein Kafir ist und der sogar von Allah gelobt wird im Koran, dann bist du in großer Gefahr. Was sagt der Prophet? إذ قال الرجل يا أخي يا كافر فقد باء بي أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. Wenn jemand zu seinem Bruder sagt, ja Kafir, dann wird es eintreffen. Entweder der, der es sagt, oder es wird zurückkehren. Das heißt, du sagst jemand Kafir, der ist kein Kafir. Das ist ein Problem. Hier, was haben die gemacht? Die haben gewartet, mit dem Befehl durchzuführen. Wir sagen, das ist ein Fehler. Aber warum haben die gewartet? Genau derselbe Grund, weil sie gewartet haben, dass Allah eventuell eine Offenbarung bringt, dass sie doch nach Mekka einmarschieren sollen. Das haben sie gehofft. So, Alhamdulillah, wo ist das Problem? Jetzt, im Anschluss danach, sie gehen zurück nach Mekka. Was passiert als erstes? Als erstes kommen, sie gehen zurück nach Medina. Sie gehen zurück, sie haben geschlachtet, sie gehen zurück nach Medina. Was passiert jetzt? Plötzlich kommen Frauen, gläubige Frauen aus Mekka, die geflüchtet sind. In dem Vertrag stand doch drin, dass die Leute zurückführen wollen, die zum Propheten kommen, oder? Was macht er jetzt mit den Frauen? Sagt er, ja, Frauen, geht wieder zurück und lasst euch von den Mekkanern vergewaltigen. Was sagt der Prophet? Allah sendet einen Vers herab. Ya ayyuha alladhina amanu, idha ja'akum al-mu'minatu muhajiratin famtahinuhun, fa'in alimtumuhunna mu'minatin, fa'la tarjihunna ila al-kuffar. Allah sendet herab, wenn gläubige Frauen als Auswanderer kommen, von Mekka nach Medina zu euch kommen, ja, so prüft ihren Glauben. Allah weiß ihren Glauben besser. Und wenn ihr seht, dass sie gläubige Frauen sind, so gibt sie den Kuffar nicht zurück. Und dann hat er damit den Vertrag gebrochen? Nein. Weil in dem Vertrag steht, die Männer. Ja, Suhail ibn Amr hat mit Männern alle gemeint. Aber es steht dort Männer, steht nicht Frauen. Deswegen hat der Prophet a.s. den Vertrag nicht gebrochen, sondern die Frauen haben sie durften dann nach Medina. Jetzt, was ist am Ende passiert? Unterwegs kam eine andere Herabsendung herab vom Koran. An Omar al-Khattab, guck mal jetzt, diese Gottesfurcht, die Omar al-Khattab hat. Wäre Omar al-Khattab ein Heuchler gewesen, hätte es ihn gar nicht interessiert. Aber das ist einer der besten Gläubigen aller Zeiten. Von dieser Umma die Nummer 2. Also nach Abu Bakr natürlich der Prophet Muhammad a.s. Da brauchen wir eigentlich nicht drüber zu diskutieren. Jetzt kommt eine Herabsendung, ein Nusul von einer Eier kommt herab. Und Umar al-Khattab hat Angst wegen dieser Sache, was er gesagt hat. Bist du nicht der Gesandte Allahs? Alaysa bi Nabi haqqan. Jetzt hat er Angst, dass eine Offenbarung herabkommt wegen ihm. Und was kommt herab? Was kommt herab auf dem Weg? Guck mal, nachdem was alles passiert ist mit den Sahabern, diese ganzen Geschichten, wo Leute kommen, unverschämterweise, die zu Kuffar erklären wollen, A'udhu Billah, was kommt herab? Es kommt die Sura herab. Inna fatahna laka fatah mubin. Diese Sura kommt herab. Und wo am Ende die Sahaba gelobt werden, wo gesagt wird, und ich lese das dann auch mal, weil auf Deutsch ist das ein bisschen schwer zu übersetzen, ja. Da sagt Allah, Muhammadur Rasulullah, wal-ladhina ma'u ashidaw al-kuffari ruhamau bainahum, taram ruka sujadai, yabtamuna fadlan min Allah wa ridwana, simahum fi wujuhi min athari sujud. Dann sagt er über diese Sahaba, wir haben es eben schon übersetzt, die haben das Zeichen des Imans vom Sujud, also das Zeichen des Imans, ja, also die haben das Zeichen, ihre Zeichen sind im Gesicht von dem Sujud, damit sind jetzt nicht diese Punkte hier gemeint, sondern damit ist jetzt gemeint, dass da gibt es verschiedene also Meinungen drüber, dass also die nur im Gesicht haben, oder die Tawadu im Gesicht haben und so weiter, ja. Dann sagt er weiter, ذَلِكَ مَثَلُمْ فِي Torah. Das ist ihre Erwähnung, ihr Beispiel in der Torah. وَمَثَلُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. Ja, und das ist jetzt ein bisschen schwer zu übersetzen. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَتَّهُ فَأَزَارَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. Ja? وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dann sagt er, ja, also, und ihr Gleiches im Evangelium, das ist ihr Gleiches in der Tora und ihr Gleiches im Evangelium. Ist das eines Getreidefeldes, das seine Triebe hervorbringt und dann stärker werden lässt, sodass sie verdicken und ebenmäßig auf den Halmen stehen, sodass sie den Anbauern gefällt. Dies, damit er die Ungläubigen durch sie ergrimmen lasse.
Dies, damit er die Ungläubigen durch sie ergrimmen lasse. Das heißt, durch diese Sahaba werden die Ungläubigen ergrimmt. Und heute siehst du einige islamische Gruppen, die ergrimmen, wenn du über die Sahaba redest. Und deswegen sagt Imam Malik, wer ergrimmt, wer Wut hat gegen die Sahaba, ist ein Kafir. Liyaridha bihimul kuffar. Verweis vom Koran. Deswegen muss man sich richtig hüten. Und dann sagt er, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah verspricht ihnen, die Gutes tun und glauben, ja, Vergebung und großen Gewinn. Jetzt sagen einige, hier steht doch minhum. Was ist hier mit minhum gemeint? Und jetzt sehen wir wieder, hier wird ganz klar, werden die Sahaba gelobt. Jetzt kommt wieder eine diejenige und der versucht wieder irgendwas Zweideutiges rauszuinterpretieren. Dieses min kann auch, kann tab'id heißen, von also einige davon, tab'id, ja, das also einige davon sind, kann aber auch bedeuten el-jins, für die Gruppe, für die Art, wie bei, für die Gattung. Wie beispielsweise du sagst, steht im Koran, steht ein Vers, und vermeide er-rijs minel authan. Minel authan heißt die Authan, die Götzen von den Götzen, Authan, die Götzen. Heißt von den Götzen ist irgendetwas okay? Nein. Das ist alles falsch. Das heißt, dies ist die sprachliche Bedeutung und ein ganz deutlicher Lob für die Sahaba, die ganze Geschichte. Was ist danach noch passiert? Danach kam jemand, der Abu Busir heißt, der ist auch geflüchtet, kam nach Mekka und hat Schutz bei den Propheten gesucht. Zwei Boten sind ihm hinterhergelaufen von den Quraysh und der Prophet muss seinen Vertrag einhalten und hat ihn zurückgegeben. Und dann hat der Prophet ﷺ ihn zurückgegeben. Unterwegs auf der Reise hat er dem einen das Schwert weggenommen, hat ihn umgebracht, ist wieder zurück zum Propheten gelaufen. Der andere kam hinterher, hatte Angst gehabt, ja, mein Gefährte ist getötet worden und ich bin auch getötet, ich bin so gut wie tot. Ja. Und dann hat er gemerkt, hat dieser Abu Busir gemerkt, dass der Prophet ihn wieder zurückgeben will. Und dann ist er weggelaufen und ist dann in der Nähe von Jidda heute an eine Küste gegangen und hat sich dort aufgehalten.